je, Mini! Jemand hat meinen edlen Hut gestohlen! Hallihallo, hallo! Ich bin Polizeiwachtmeister Teddy. Ich werde Ihnen helfen. Peppa und ihre Freunde spielen Räuber und Gendarm mit ihren Spielsachen. Ich war's nicht! Hm. Ich nicht! Aha! Oh. Sie haben den Hut, Herr Roboter. Sie sind festgenommen. Oh. Nein. Und nun kommen Sie ins Gefängnis. Oh, danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Teddy liebt es, Polizist zu spielen. Aber jetzt habe ich doch kein Spielzeug mehr zum Spielen. Oh je. Ich hol die Autos. Alle Spielsachen machen sich bereit für ein Wettrennen. Stopp! Sie fahren viel zu schnell, Froschi. Ich stelle sie unter A Nest. Piep, piep, piep. Aber Froschi war dabei zu gewinnen. Jetzt hat Luzis Eule zum Tee eingeladen. Hier ist ihr Tee, Sir. Und zwar Schorschs Dinosaurier. Hallihallo. Dieser Tee ist zu heiß. Ich stelle sie unter A Test. Aber ich mag das Gefängnis nicht. Und jetzt spielt Schorschs Dinosaurier ganz allein. Hallihallo, Sie machen viel zu viel Unordnung. Ich stelle Sie unter erpresst. Dinosaurier! Das war lustig. Was spielen wir als nächstes? Hä? Wo sind eure Spielsachen? Oh je. Peppas Freunde sind nicht gerade glücklich. Wir wollten doch gar nicht alle traurig machen. Teddy und ich wollten nur helfen. Vielleicht sollten wir ins Gefängnis gehen. Oder? Es geht gar niemand ins Gefängnis. Polizeiwachtmeister Teddy und du könnt allen genauso helfen, wie es richtige Polizisten jeden Tag machen. Gute Idee, Mama! Polizeiwachtmeister Teddy hilft gern. Polizeiwachtmeister Teddy hilft dabei, dass beim Autorennen alle sicher sind. Auf die Plätze, fertig, seid ganz vorsichtig. Los! Dass alle ihren Tee genießen. Willst du noch eine Tasse Tee, Froschi? Jetzt ist er nicht zu heiß. Danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Und dass alle viele verschiedene Blumenhüte anprobieren. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Nicht wirklich. Oh, tja. Wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Was? Na gut. Und jetzt ihr. Yeah. Ja. Nimm das, Karotte. Putzt euch die Zähne ganz sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Wow. Auf die Plätze, fertig.
Piu! Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh, ja, Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke, Frau Mümmel. Vergiss nicht, Schorsch. Nur ein kleiner Klecks. Fürs Zähneputzen und dann ausspülen. Schorsch liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Dinosaurier! Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Yeah. Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal. Legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da! Wow. Na klar doch! Im Dinosaurier-Dschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan da! Wow! Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön! Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Oh. Dinosaurier! Oh, der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch, da wir gerade davon sprechen. Oh je, der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause! Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? Eins, zwei, drei. Toll gemacht, Schorsch. Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Peppa und Schorsch führen heute ein Restaurant. Hallo, wir haben eine Reservierung im Restaurant beim lieben Dinosaurier. Schauen wir mal, Frau Mama und Herr Papa. Aha, Sie sind zu spät. Hier entlang, bitte. Sie kochen heute ein romantisches Abendessen für Mama und Papa Wutz. War der Weg lang? Tja, heute ist auch wirklich sehr, sehr viel Verkehr. Oh, der Verkehr war... Hier die Speisekarte. Wow, das sieht lecker aus. Ich schätze, ich nehme als erstes einen Salat. Oh, ich auch, bitte. Salat kommt sofort. Schorsch arbeitet schwer in der Küche. Gute Arbeit.
Koch Schorsch. Das ist echt ziemlich romantisch. Hallo! Oh. Zwei wirklich leckere Salate. Oh, klar. Mein Kompliment an den Koch. Ja, exquisit. Dankeschön. Schorsch macht gerade den Hauptgang. Spaghetti. Hallo, Koch Schorsch. Ein Kurdi-Hemd an den Koch. Sehr exkalit. Das erinnert mich an das, was du bei unserem ersten Date gekocht hast. Meine matschigen Salate sind wirklich legendär. Haben Sie Lust auf romantische Musik? Oh ja, habt ihr etwa... Komm her, Schorsch! Peppa und Schorsch spielen gern romantische Musik. La, 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 romantisch! Und zwar besonders gern sehr laut. Ja, hurra. Gut gemacht. Gut gemacht. Zugabe, ich meine, bravo. Gut gemacht, Schorsch. Wir lassen Sie jetzt alleine. Ein wenig Frieden und... Die Spaghetti sind da. Bon Appetit. Ja, ein wenig Frieden und... Pudding! Das macht dann 2000 Millionen Euro, bitte. Oh, so günstig. Danke, Peppa. Bitte sehr. Und danke auch an Koch Schorsch. So, und was macht ihr mit dem ganzen dreckigen Geschirr? Oh nein, es ist Schlafenszeit. Dann gute Nacht, Frau Mama und Herr Papa. Lauf! Aber es ist erst 16:30. Das Restaurant beim lieben Dinosaurier hat geschlossen. Peppa und Schorsch machen sehr viel Lärm. Peppa, wollt ihr nicht lieber im Wohnzimmer spielen? Oh, nehmt diese Klebezettel hier und macht damit Bilder. Okay, Mama. Ja! Ah, viel besser. Ja! Fertig, Mama. Jetzt schon? Das war schnell. Oh, wow. Das hier ist Mama und das da ist Papa. Und Schorschs Bild ist... Dinosaurier! Das sieht genauso aus wie ich, Peppa. Sehr schön. Was ist das da auf dem Boden? Eine Schlammpfütze. Klar ist es das. Wisst ihr, man kann auf den Klebezetteln auch sehr gut Bilder malen. Wie Hinweise für eine Schatzsuche? Naja, ich dachte eigentlich an... Komm mit, Schorsch. Fertig! Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Wegweiser gemacht. Oh, das ist echt aufregend. Folgt den Spuren, um den Schatz zu finden. Los! Mama und Papa Wutz folgen den Spuren, um den Schatz zu finden. Sie suchen in Peppas Bett, in der Badewanne, im Gang und schließlich... Wow, sieh dir das an. Das sind Klebezettel. Es ist ein Festmahl. Richtig, ja, ein Festmahl. Peppa und Schorsch haben Spiegeleier gemacht, Tomatensuppe und sogar... Oh, Toast mit Zuckerwatte. Alles aus Klebezetteln. Wieso spielt ihr jetzt nicht was anderes und wir räumen, essen all das hier auf? Spielt verkleiden. Okay, Mama, komm mit, Schorsch. Wir machen den Abwasch später. Das höre ich oft. Wir haben alles aufgegessen. Es war ganz köstlich. Und wir haben uns verkleidet. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Kostüme gemacht. Oh. Tja, ich schätze...
Ich bin das Klebezettelmonster. Wow. Und ich bin das noch viel klebrigere Zettelmonster. Wow. Peppa und Schorsch macht das Spielen mit Klebezetteln sehr viel Spaß. Und am allermeisten dann, wenn Mama und Papa Wutz mitspielen. Bereit oder nicht, ich komme. Peppas ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha, hab dich. Oh nein, dann helfe ich dir jetzt dabei, Peppa und Schorsch zu finden. Oh, ich hab wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben es geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Peppa und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf. Kekse? Peppa und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Und hier. Aber hier auch nicht. Such weiter. Find sie nur. Peppa und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Oh. Wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wutz, alles in Ordnung? Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So, viel besser. Dinosaurier. Oh. Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht, so viel ist sicher. Peppa und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Peppa und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Peppa und ihre Familie sind heute am Flughafen. Sie fliegen mit einem Flugzeug nach Spanien. Fliegen alle hier mit uns nach Spanien? Dann muss das Flugzeug riesengroß sein. Wo müssen wir jetzt wohl hin? Hierher für den Flug nach Spanien. Keine Sorge, dort regnet es nicht. Aha, kommt mit, bleibt bei uns. Pässe und Tickets, bitte. Holla, Frau Mümmel. Das heißt Hallo auf Spanisch. Hola, ich wusste nicht, dass Sie Spanisch sprechen. ¿Cómo está, señor Wutz? Papa Wutz kann nicht Spanisch, aber er lernt es mit einer App. Calcetines? Nein, danke. Ich habe schon Socken. Da siehst du ganz anders aus, Mama. Das ist ein altes Foto. Hier sind die Pässe von Teddy und Dinosaurier. Dinosaurier! Danke, jetzt wiege ich eure Koffer. Die dürfen nicht zu schwer sein fürs Flugzeug. Bis dann, Koffer. Wir sehen uns im Urlaub. Adios. Oh, Jemine, dieser Koffer ist viel zu schwer. Sie müssen etwas herausnehmen, damit er leichter wird. Ein paar von denen müssen wohl woanders hin. Peppa und ihre Familie kommen jetzt zur Luftsicherheitskontrolle.
Gebt bitte eure persönlichen Gegenstände hier rein und geht dann hier durch. Die Detektoren stellen sicher, dass wir nichts mitnehmen, was verboten ist, in das Avion. So heißt Flugzeug auf Spanisch. Oh. Ihr dürft zusammen da durchgehen. Oh. Dinosaurier! Hä? Ups. Die habe ich vergessen. Tut mir leid. Was ist das? Ah, das ist ein Rollsteig. Peppa und Schorsch sind auf dem Rollsteig. Damit können die Leute viel schneller ihr Ziel erreichen, als wenn sie normal gehen würden. Wow, hier sind so viele Läden. Und ein Massagesessel. Jetzt entspannen wir uns, bis der Flieger bereit ist. Dies ist der letzte Aufruf für den Flug nach Spanien allerseits. Beeilung! Oh nein, unser Flieger startet gleich. Peppa liebt es, mit ihrer Familie in den Urlaub zu fliegen. Und Flughäfen gefallen ihr besonders gut. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen. Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Woo. Wusch! Darf ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen. Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen! Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was, wer, wo bin ich? Ja. Alles in Ordnung, Peppa. Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's, Blume. Du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hi-ja! Ich kann es doch! Komm schon, Schorsch! Wir müssen zusammenarbeiten! Du bist so gut darin! Ja, wir schaffen es! Gut gemacht, Peppa und Schorsch! Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Peppa und Schorsch spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Schorsch, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Schorsch? Polizeiauto. Ist schon gut.
Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Peppa und Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt, wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto! Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja! Ja! Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Ja! Peppa und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino! Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Juhu! Der Schatzzug ist jetzt endlich unterwegs! Tschu-tschu! Ja! Peppa Wutz und Klausi Kleff steuern einen Zug voller Gold, Silber und... Brokkoli! ist Brokkoli ein Schatz? Ja, dieser Spezialbrokkoli besteht nämlich aus funkelnden Diamanten. Peppa und Klausi fahren in Wirklichkeit gar keinen Zug. Sie stellen sich das Ganze nur vor. Hurra! Stopp! Im Namen der, Räuber! Oh nein! Pedro Pony und Luzi Locke tun so, als seien sie Zugräuber. Kriegen wir bitte all eure Schätze? Bitte. Nein! Oh, okay. Du musst doch versuchen, unseren Schatz zu stehlen, Luzi. Wir haben sie gestohlen! Wir haben all eure Schätze! Hurra! und was tun wir jetzt? Ihr entwischt! Oh ja! Yeah! Ja! Yeah. Kommt zurück, ihr miesen Räuber! Peppa und Klausi tun jetzt so, als seien sie Polizisten. Sie wollen die Räuber schnappen. Nein, noch nicht. Und zwar, weil euer Boot fliegen kann. Madame Gazelle, können Schiffe fliegen? Richtige Schiffe können nicht fliegen. Oh. Aber Fantasieschiffe definitiv schon. Hurra! Wow! Das Boot von Pedro und Luzi kann jetzt fliegen. Unser Zug kann jetzt auch fliegen. Hui! Hey! Die Polizisten Peppa und Klausi sind kurz davor, die Räuber zu schnappen. Aha. Unterricht! Ende! Oh, ist das ein Riese? Oh. Nein, es ist ein Papa Wutz. Und er ist hier, um euch heimzubringen.
Attacke! Hurra! Was machst du denn da, Peppa? Wir stellen uns vor, Boote und Züge zu fliegen, Papa. Oh Mann, ihr habt ja wirklich eine tolle Fantasie. Oh, aha. Peppa liebt Fantasiespiele. Jeder liebt Fantasiespiele.